Ich möchte jetzt nicht noch weiter meine Provinzen ausbauen, also vielleicht mal Merkantilismus. Punkte, die verloren gehen. Ich will ein paar Staaten auflösen, ich brauche die Armee auch. Können auch an die muslimische und muslimische Dikt verarbeiten. Hier wollen wir vielleicht keine Moslems. Ja, die drei kleinen Länder versuche ich auf jeden Fall zurückzuerobern, die sich jetzt hier gebildet haben. Das sollte doch klappen. Scheiße, jetzt habe ich so eine kleine Koalition gegen mich. Ja, das passt schon. Hoffe ich. Berühmte letzte Worte, ne? Ja, bei dir sehe ich leider wenig. Kannst Kartentrennung beantragen. Was? Kann ich das? Keine Ahnung. Kostet nur Prestige. Ich hab schon so viel. Ich hab Minus. Dann geht's nicht. Ach, danke, schon wieder im Krieg gegen... Oh. Ist jetzt aber irgendwas anderes. Srivilia ist jetzt auch mit dabei. So, nee, ist keine große Macht. Das war, glaube ich, mal kurz ein. Aber ich glaube nicht, dass die verlieren. Wobei, wenn du in Kose nicht ran und kündigst erobern. Aber finde ich gut, dann geht vielleicht Karma Waldos der Allianz gegen mich raus. So, wann ist es hier denn wieder soweit? Oktober. Und das war im Oktober. Gute alte Oktoberrevolution, oder? Nee.
Hervorragend. Fruchtbarkeit und so. Weil ich im Regen stehe. Endlich die Krisen, Scheiß. So, aus der Straße drauf bist du endlich. Nö, jetzt haben die sich in der Koalition gegen mich angeschlossen, soll der Unsinn. So kann ich das nicht ausnutzen, soll das. Wird's ja doch noch spannend. Das ist halt nicht spannend, weil ich jetzt nicht angreifen kann. Die greifen dich gleich an. Nee, die sind so sehr beschäftigt. Die einzig starke Macht ist Karma und die ist mit Tang beschäftigt, die greift mich nicht an. Oh, und Andra hat gerade Rebellen in großen Mengen bekommen. Das stört so ein bisschen meine Pläne. Ich will noch ein Steak aus. Einer geht immer noch rein, oder? Ein Steak geht noch rein. Die Vassalisierung anbieten? Mir? Ja. Wobei, du bist ziemlich nutzlos, das Vassal. Hast du eh nicht, was du machen sollst. Ich bin zu mächtig dafür. Bist du tatsächlich nicht. Woran liegt's denn? Das? Ja, sonst würdest du stehen, dass du Vassalisierung anbieten, dass du mehr als so Entwicklung hast, oder? Ne? Also wie viel Entwicklung hast du insgesamt? Nicht viel, das sehe ich jetzt schon. Nö. Einfach die Allgemeine vergrößern. Wenn sie schon aufhören, gegen mich in einem Bündnis zu sein.
Was macht Peter so? Der führt wieder Krieg. Ja. Gegen seine Lieblingsfeinde. Ja. Aber meine Verbündeten machen immer mit, also. Dann soll ich auch mal ein paar spielen. Hast du gute Verbündete? Die habe ich leider nicht, wie es aussieht. Na gut, Bayern als Kaiser liebt mich halt, weil guck mal, ich füge ja die ganzen Provinzen immer dem Reich zu. Hey, du hast positives Prestige, du kannst Karten von mir kaufen. Vielleicht. Ich sehe komplett Indien, also. Nicht du, Delfinio. Kannst doch Karten von mir kaufen, bestimmt. Ja, was soll ich mit dem Scheiß? Wie teuer sind, ist denn so eine Karte? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist Region einfach. Du machst einfach eine Region und dann. Wie eine Mahn mögen tanzen. Ich guck so. Mal. Aber die anderen machen wirklich nichts mehr so wirklich. Also Böhmen macht nichts. Gleichgewicht eingestellt. Ja gut, die Bündnisse sind halt alle so, dass wenn einer Krieg erklärt, bricht er eigentlich wie 1914 regelrechter Weltkrieg in Europa aus. Weil guck mal, die Niederlande sind mit Cordoba verbündet. Frankreich ist mit Sachsen und Böhmen verbündet. Gleichzeitig ist Sachsen aber auch mit Frankreich verbündet. Böhmen gleichzeitig auch mit Frankreich, aber nicht mit Sachsen. Und ja, gut. Das ist auf jeden Fall alles sehr wild. Ja. Alles nicht. Du hast 73 Provinzen bekommen. Ich weiß nicht, was du willst. Ja, es war trotzdem noch nicht alles. Ja, und England kriegt es nicht gebacken, Schottland zu annektieren. Muss man auf aufpassen. So ein bisschen drum rumdrippeln. So, ihr seid auch sonst komplett am Ende. Habt ihr nicht mal Lust, aus eurem scheiß Bündnis auszureden? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich hatte heute Nudelsuppe und hier so. Luft mit Liebe. Was? Ja. Das Bündnis gegen mich verlassen, wenn er sich. Wo Tandigard voll zerliegt, was soll denn das?
Okay, hier ist weitere 6 Provinzen. Der letzte Deal war mehr besser, glaube ich. Jetzt muss ich wieder warten. Weil das zieht mir nämlich Prestige ab. Jawohl. Ne. Okay. Mein Verbündeter hat gerade so ein kleines Problem, habe ich das Gefühl. Dieser Wiese hier ungünstig. Hier ist so jetzt alles. Und hier Beziehungen verbessern. Acham hat so seine Probleme jetzt, glaube ich. Hier bildet sich ein unangenehmes Bündnis gegen mich. Auch nicht gut. Die haben sie ja akzeptieren jetzt, ne? Aber jetzt kann ich die Bienen nicht angreifen, weil ich mit denen im Krieg bin. Also 42 Provinzen. Mhm. Ja, nee, shit. Das funktioniert jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Was kriegst du davon? Prestige oder wie? Ja, 10 Prestige kriege ich davon. Achso. Ja, kacke, das lief jetzt scheiße. In diesem Bündnis läuft das gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Was soll dieses scheiß Drecksbündnis da auf einmal? Dies ist so nicht in Ordnung. Hat sich noch gelohnt, der Krieg.